Servus Leute und willkommen zurück zu Deponia. Ja, ich habe jetzt kurz mal nachgeschaut, was man denn machen muss. Also, wie gesagt, ich halte mich da jetzt nicht lange mit rumprobieren auf, weil wenn ich im Video schon eine Viertelstunde rumprobiere und auf nichts komme, dann habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, mich da noch eine Stunde nachträglich hinzuhocken, um nachzuschauen, was los ist. Ich habe jetzt nur mal kurz geschaut, was man denn machen muss und, naja, naheliegend würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen. Wobei, ich hätte eigentlich drauf kommen können. Hey, ja. Mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. Ja, so viel zum Thema. Das war wieder einfacher als gedacht, aber naja, mein Hirn denkt sich sowas nicht. Dann leuchten wir mal die Nischen aus und schauen weiter. Huch, es das leuchtet. Das Mosaik zeigt lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei. Naja, das wollen wir ja mal sehen. Das Mosaik hat uns also nichts mehr zu sagen momentan. Wie sieht's denn bei dem aus? Bei der Revolution hier. Das Mosaik zeigt, wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Boah, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und recken ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grilldonnerstag. Schön. So, das letzte Mosaik noch, das kaputte, das werden wir wahrscheinlich gleich reparieren müssen, fürchte ich. Wir haben ja da noch eine Scheibe rumliegen. Das ist wahrscheinlich die Aufstiegsstation. Das Mosaik zeigt, wie das Hochboot Deponia verlässt. Genau wie ich bald. Und hey, 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 hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Mist. Geschichte von Deponia, ah ja. Naja gut, ich hätte jetzt da eigentlich nicht unbedingt den Lift erkannt, aber wenn Rufus das meint, bitte. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Und jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Oh oh. Hier sind ja noch mehr Teile. Ach, kein Problem. Das habe ich im Nu zusammengepuzzelt. Okay, jetzt geht's erstmal mit dem Puzzle raus hier. Das ist ja auch sehr witzig jetzt. Ich muss mir erstmal kurz, glaube ich, die... Da unten müsste irgendwo ein Eck rein. Ne, Moment. Hier brauche ich auf jeden Fall einen Strich, aber der passt hier nicht. Jetzt kommen wieder meine überragend schlechten Puzzle-Skills zum Tragen, vermutlich. Das passt. Doch, das könnte hier passen. Es sollte hier gehen. Das müsste hier gehen. Ich schaue jetzt erstmal, dass ich die zusammenbekomme, die Randstücke. Die sind ja dann doch noch ein Stückchen einfacher. Zumindest hoffe ich das. Ich bin da ja unsicher. Na, das wird hier eher weniger passen. Ich brauche irgendwas mit einer dünnen Linie unten. Das vielleicht hier? Nee, oder? Bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Oh, kann ich aber nicht wegnehmen, also passt's. Okay. Gehe ich jetzt mal von aus. Sonst könnte ich es ja wieder wegnehmen. Ach, hier ist ein Eck. Okay, das müsste dann hier passen. Gut, dann haben wir das. Das passt vermutlich hier eher weniger. Das könnte. Nee, hier passt es nicht. Moment. Wenn ich jetzt ein paar Mal sage, nichts denken, ne? Das kennen wir. Ich bin am Überlegen. Ich leiste Denkarbeit, ja. Okay, das scheint hier zu passen. Wunderbar. Hier muss irgendwie... Ach, das passt da sogar. Cool. Ich bin von mir selbst überrascht, dass das funktioniert. Das könnte das hier passen? Nee, das passt hier nicht. Das eher noch weniger. Aber irgendeins von denen passt hier auf jeden Fall. Das hier passt. Grübel, grübel, grübel. Das müsste hier passen. Dann geht's hier weiter.
Nee, das passt nicht, okay. Wäre jetzt auch zu schön gewesen, aber nee, das passt auch nicht. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil, aber das passt. Sieh mal an. Ich kann ja doch was. Manchmal. An guten Tagen. So. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Ich probiere jetzt einfach nur ein bisschen random rum, ne? Kennt er ja. Brauche ich da vielleicht das hier? Sieht aber nicht... Doch, das passt sogar. Sieht zwar für mich an sich jetzt nicht ganz passend aus, aber... Wenn das Spiel meint, dass das passt, dann wird das schon so sein. Das passt auf keinen Fall da rein. Moment. Das hier vielleicht? Ja. Also ich bin doch der Meinung, dass ich mich halbwegs gut schlage hier. Also halbwegs. Das passt hier. Wenn man ein bisschen... Also so ganz minimal mitdenkt, dann kommt man da auch relativ schnell drauf. Was auch immer dieses Mosaik darstellen soll, ich habe keine Ahnung. Das müsste doch hier passen, oder? Kann ich aber nicht einsetzen. Okay. Das hier. Wir kommen der Lösung näher, ja. Ja, ja. Es wird langsam. Das kommt hier hin. Das hier. Und Moment, wo kommt das dann hin? Hier so nicht. Hier unten. Okay, und jetzt das Teil noch. Das passt aber irgendwie nicht. Hä? Oh Warum Gott. Passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Oh oh. Rufus. Nein. Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Geh rein! Geh rein! Verdammtes Ding, du sollst... Oh oh. Upsi, und was ist jetzt mit dem Fahrstuhlcode? Dammit. Das war so klar irgendwie, ne? Huch, eine Taschenlampe. Und Sicherungen. Das System rebootet? Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Hm. Irgendwas Cooles. R. Ja, natürlich. U. S. Natürlich. Die Mosaikscherbe, klar. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer. Aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Ja, wer hat die wohl kaputt gemacht? Allerdings auch nicht besser als vorher. Ja, was hast du erwartet, Rufus? Okay, hier gibt's nichts mehr sonst. Dann wollen wir doch mal. Die Kontrollen benutzen und nach oben fahren, was auch immer uns das bringt. F-U. Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Okay, doch. Was hast du denn? Oho. So weit, so gut. Jetzt heißt es warten. Hm? Was ist das für ein Geräusch? Oho. Oh oh. Der Organon ist auch am Start. Warum fährt das Ding eigentlich rückwärts? Ein Beamtenkreuzer. Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Erstmal gucken wir uns hier oben um, Freund. Warum eigentlich nicht? Huch. Ach so, die Aufstiegscodes. Da war ja was. Was für eine Schönheit. Stark, robust und bis auf ein paar Schrammen noch prima in Schuss. Ach ja, Spiegelungen im Fenster sind schon was Tolles. Der Rufus ist schon so ein selten dämlicher Idiot eigentlich, ne? Muss man schon mal zugeben. Und macht denn der Hebel? Oh. Fahne hissen oder setzen, was auch immer. Das macht das Ding okay. In Elysium werden sie mich mit wehenden Fahnen begrüßen. Und Konfetti. Oh Junge, ich liebe Konfetti. Und 5 Krankenwägen vermutlich. Okay, da kann man irgendwas hissen, wenn wir denn was hätten. Was wir aber nicht haben,
Ach, guck mal, ein Schnörkel. Ach, I see what you did there. I see what ich you did könnte there. Mir aus dem Schnörkel... kein schlechter Einfall. Aber ich warte mal damit, bis ich so etwas... Ich wollte jetzt eigentlich mir... Nur das Menschen... Ich wollte jetzt eigentlich mir so eine Steinschleuder basteln. Mit Kaugummi. Seems legit. Schusswaffe. Seems legit, ja. Genau. Das funktioniert auch ganz bestimmt. Da oben ist Elysium. Ich war noch nie so nah dran. Es scheint mir irgendwie ein Mond oder ein Planet zu sein, ne? Oder sowas in die Richtung. Aber jetzt fahren wir erstmal wieder nach unten. Huch! Sapperlot, das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Kletus geschnappt? Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick, nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir, nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Röhrenamtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten. Was planen Moment die? Moment mal, dieser Cletus sieht ja genauso aus wie ich. Nicht ganz so attraktiv vielleicht, aber... Was hat das nur zu bedeuten? Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Ich habe nicht alles verstanden, aber die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Goal dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknöpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, mich zu hintergehen. Gnade ihm Schrott ist auch schön. Munition, check. So. Wollen wir doch das mal benutzen, da können wir hier vielleicht auch vorbei. Alle Mann auf Gefechtsstation! Huch. Nur die Ruhe, Argus. Wir sind hier auf einem Müllplaneten. Mich überrascht eher, dass die Lampe nicht schon viel früher explodiert ist. Genau wie es dieser ganze Planet endlich tun sollte. Und jetzt bitte weitermachen. Moment. Was? Kann ich jetzt hier durch? Geht nicht. Er liegt direkt im Sichtfeld der Organons. Zeit für einen weiteren Geniestreich. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Schauen wir mal zum Cletus rauf. Oh, hallo. Fahren wir ihn mal nach. Das Passwort ist wo? Fahren wir ihm mal kurz nach. Ob uns das irgendwas bringt, weiß ich nicht. Sollen wir schon mit ihm reden? Kann ich mit ihm reden? Ist jetzt die Frage.